Von der Lomographie zum Glasplatten-Negativ, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Das ist nämlich das Rathaus aus den 20er Jahren. Ja, komm, noch ein bisschen länger. Welche Kamera fängt ein jetzt? Bisschen da. Länger und höher halten. Morgen hat es Muskelkater in den Armen, ne? Ja, das bis wieder kennt man. Glasplatten-Negativ und einer unserer nächsten Gäste hat vor 4 Jahren durch Zufall einige entdeckt und dann auch gekauft. 2500 an der Zahl. Nämlich ja. Stefan Ast in Begleitung von Dr. Frank Wader. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zusammen. Bei uns im Studio. Hallo. Hallo. Wo findet man denn solche Glasplatten-Negative? Indem man sucht. Und wir schätzen, dass es noch viele Glasplatten bei privaten Menschen noch gibt, in Kellern oder auf. Und wo haben Sie gesucht und sind fündig geworden? Ich habe im Internet gesucht, kurioserweise. Und dort ist mir eine Seite aufgefallen mit Postkarten. Und diesen Menschen habe ich angerufen und der hatte diese Glasplatten als Bestand von einem Verlag. Wann hat man damit angefangen, mit diesen Glasplatten-Negativen? Also schätze 1860 rum, 70 ist das Verfahren, glaube ich, erfunden. Trockenglasplatten, wissen vorher Sie, waren nass. Wissen Sie, wie das funktioniert hat? Nicht wirklich. Also ich bin gerade dabei, versuche herauszufinden, wie diese Kameras tatsächlich auch technisch funktioniert haben. Und das haben Sie damals im Internet entdeckt und haben sich gedacht, auch die Sammlung kaufe ich mal eben auf. Das ist sicherlich nicht sehr erschwinglich gewesen, oder? Das war gar nicht so offen, dass er überhaupt eine Sammlung hatte. Ich bin zu dem hingefahren und habe dann diese Glasplatten gesehen und wusste gar nichts damit anzufangen, weil ich wusste gar nicht, was es ist. Habe nur gesehen, da waren Köln-Sachen dabei. Habe gesagt, das muss ich haben. Und dann habe ich zugeschlagen. Dann ja, verhandelt man und dann guckt man. Nein, da kannten wir uns noch gar nicht. Bei mir war es ähnlich. Ich habe auch Glasplatten, zwar nicht so viele, nur 700 Stück, auch eher zufällig gefunden. Da fragte mich jemand, ob ich da was mit anfangen kann. Zu der Zeit wusste ich auch noch nicht, was das genau ist. Jetzt weiß ich, also auf diesen Glasplatten ist Gelatine mit Silbernitrat drauf und das hat man halt belichtet und so entwickelt wie ein Film. Mhm. Und wir können das halt heute auf Scanner legen und digitalisieren und dann digital entwickeln, genauso wie ein normales Foto. Und hier auf dieser Glasplatte sieht man jetzt eine Tankstelle. Aus welchem Jahr? Das sind 50er Jahre. Köln-Mülheim ist diese Tankstelle. Ich habe da ein paar vorbereitet, können wir uns gleich online anschauen. Das sind spannende Motive, Köln im Wiederaufbau, von einem Fotografen, den keiner mehr kennt, wo das 50 Jahre lang im Keller gestanden hat und wie durch ein Wunder unversehrt in unseren Besitz gekommen ist. Und so haben wir uns kennengelernt. Herr Ast hatte dieses Foto, was hier steht, ausgestellt in der Ausstellung. Ich habe die Fotos gesehen, aber da ist ja Wahnsinn. Die Qualität habe ich noch nie so gesehen. Habe ich ihn angerufen. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Also war das große Bild hier vorne auch ein Glasplatten-Negativ? Die haben wir jetzt ausgestellt vor ein paar Wochen im Interconti. Das sind 16 Motive, die wir aufgearbeitet haben. In mühsamer Kleinstarbeit, ungefähr 8 Monate lang. Das muss ja, die haben ja physikalische Schäden, diese Glasplatten, auch wenn die nicht vernünftig gelagert worden sind. Die mussten natürlich dann mit dem Computer so ein bisschen restauriert werden. Mhm. Und die gibt es jetzt zum ersten Mal in so einer musealen Qualität zum Kaufen. Denn das gab es bis dato noch nicht. Also das ist sozusagen ein fotografisches Ereignis. Und man kann sich aber umsonst anschauen auf bilderbuchköln.de, ne? Nur wenige. Ansonsten Edition Historisches Köln von Herrn Ast. Ja, zeigen Sie doch mal. Genau. Sind da hier der Experte auf Ihrer Seite. Hier haben wir einen Ausschnitt vom Kölner Dom. Das müssen wir hier mal ein bisschen nach unten gehen. Das da, und das ist jetzt das Ihre Seite, historisches-köln.de. Richtig. Ne? Da sind die 16 Motive zu sehen. Das ist eins der 16 Motive. Und die sieht man auch im Vordergrund. Die ganzen Taxis, die da stehen und die Menschen, wie sie da lang gehen. Die Treppe, die noch nicht bis zum Ende Stimmt. ausgebaut war. Also man sieht, dass man vor dem Dom parken konnte in den 30er Jahren. Ja. Das wäre schön, ne? Ansonsten am Dom hat es jetzt nicht so viel verändert, ne? Wenn man so drauf schaut. Das ist wo ist das Bild aufgenommen worden? Das ist eine ehemalige Kaserne. Es müsste jetzt da stehen, wo das Hotel ist. Ehemalige Kaserne war dann irgendwann das, ich glaube, im Bildarchiv, kurioserweise, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also. Das ist ja jetzt Ihre Website. Bestücken Sie die auch selbst? Machen Sie die selbst oder macht das jemand für Sie? Nee, das machen wir selbst. Hier sehen wir den Fischmarkt vor Groß St. Martin. Mhm. Auch in der Qualität, wie ich sie so vorher noch nicht gesehen habe. Hier mal im Detail, also die Schärfe ist gigantisch. Das Wahnsinn. Ist drei. Und Köln ist noch ein bisschen schöner als jetzt. Ne? Es ist noch nicht so, es wurde ja einiges zerstört im Krieg. Ja, es ist vor allen Dingen alles noch intakt. Ich zeige Ihnen gleich ein paar Fotos nach dem Wiederaufbau. Da sieht man, oder im Wiederaufbau sieht man schon den Unterschied. Hier zum Beispiel der Altermarkt vom Rathausturm fotografiert. Unten sieht man die Eisenbahn. Hier sieht man es mal in der Vergrößerung. Die Straßenbahn meine ich. Man sieht die Geschäfte, die Autos. Man kann sogar den Text noch lesen. Ja, eine richtig klasse Qualität. Ja. Dann zeigen Sie mal eben die Bilder von Bilderbuch Köln.
Ja, ich habe von einem Fotografen namens Karl Detzel die Fotos gefunden und habe hier mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier die Autos der, habe ich geklickt, die, der Umzugsfirma Piozzi. Da sieht man die Spedition, wie sie am Venloer Wald steht und parkt, mit noch sehr illustren Autos. Ich weiß gar nicht, Peter Josef Zimmer gibt es ja heute noch, ob der die Fotos kennt. Vielleicht guckt er ja zu heute. Oder eine Apotheke am Kaiser-Wilhelm-Ring, die es heute noch gibt. Klasse. Ja, die Fotos kann man sich alle mal in Ruhe anschauen. Ja. Einmal auf bilderbuchköln.de oder auch auf www.historisches-köln.de. Und Sie freuen sich natürlich über jede Menge weitere historische Fotos. Auch im Rahmen des Bilderwettbewerbs kann man auch historische Fotos einstellen? Ja, kann man auch historische Fotos einstellen, dann allerdings immer in der Gegenüberstellung früher-heute. So, und wir bieten auch an, wenn jemand noch so Glasnegative hat oder andere historische Fotos, wir scannen das für den. Die wenigsten haben ja eine Ausrüstung zu Hause, um das zu tun. Sollen sie also einfach sich bei uns melden oder hier bei Ihnen melden und dann können wir das entsprechend digitalisieren und auch online stellen. Herr Ast, noch eine letzte Frage. Sie sagten eben zu Beginn 2500 Glasplattennegative haben Sie aus dem Internet ja sich dann gekauft. Ja. Und dann sind nochmal 1200 dazugekommen. Wie lagert man die zu Hause? Sind die irgendwo im Keller gelagert, in Kartons, dass nichts drankommt? Nee, die richtige Luftfeuchtigkeit, richtige Temperatur, knapp unter, also zwischen 17 und 19 Grad sollten es sein und eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, das muss sein. Und jedes einzeln verpackt? Jedes einzeln verpackt. Das bedeutet ganz schön viel Arbeit. Ja, definitiv. In der Klimakammer. In der Klimakammer, ja. Genau. Dann drückt mir die Däumchen, dass ganz viele historische Fotos noch bei Ihnen eintreffen werden und für den Fotowettbewerb natürlich auch. Ganz und wir sehen Dank. Uns morgen nochmal, ne? Wir sehen uns morgen. Ja, gut. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. So, wir machen ein kurzes Werbepäuschen, danach geht es weiter mit Michael Schwan, unserem Heimatreporter und unserem Müllpapst, Friedrich Plöger, der ja. in der Müllverbrennungsanlage in Niel unterwegs war. Bis gleich.